Hallo und willkommen zurück zu Miss Survival. Jo, wir haben Hunger und Durst. Ich habe auf jeden Fall. Normalerweise nehme ich ja immer eine Wurst mit ins Bett. Also zum Essen in Miss Survival. Ja, und damit auch herzlich willkommen. Ich weiß gar nicht mehr. Also ich glaube, ich habe nach dem Stream tatsächlich gar nichts mehr gemacht. Ich habe gar nichts gemacht. So. Okay, gut. Also, wir brauchen Pflanzen. Nein. Wir brauchen Components, um Nägel herzustellen. Um Nägel herzustellen und um die Mauer zu Ende zu bauen. Dann sind wir sogar eigentlich, ja, eigentlich durch. Wenn wir hier mal gucken. Es fehlt dann halt noch dieses Schnipselchen. Das machen wir dann aber, im Stream wieder. Ja. Also ich würde tatsächlich das, was jetzt hier das letzte Stückchen, würde ich jetzt noch dann zu Ende bauen, sobald wir die Nägel haben. Und danach würde ich eigentlich weiter im Stream bauen. Gucken, dass wir das hier vielleicht so ans Wasser bekommen. Reinbekommen wir es ja leider nicht. Ja. Hier ist es ja auch plötzlich Schluss. Da habe ich auch schon überlegt, wie ich das handhaben kann. Machen wir uns dann im Stream Gedanken. Es geht ja nicht mal drumherum, ne? Also ich kann ja nicht mal hier dann die Mauer. Vielleicht mache ich es ja dann wirklich so, dass ich eine komplette Mauer nochmal neu hinstelle. Müssen wir mal gucken, wie wir das alles machen. So, erstmal müssen wir gucken, dass wir an Components kommen. Ich glaube übrigens, dass der Hund hier, sich hier drunter versteckt. Ich glaube, ihn gesehen zu haben. Leo? Leo? Autsch, 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 autsch. Entschuldigung. Ja, ich finde das lustig. Das ist meine Art von Humor. Tut mir leid. Gut. Aber ich habe ihn eben gerade da laufen sehen. Huch. Na gut. Dann nicht Hund. Okay. Wir wollten auf jeden Fall noch was zu essen holen. Die Begleiter noch sind noch hinten beim Holzfarmen. Wir haben mittlerweile die Distillerie fertig. Wir haben auch, wie ihr hört, Strom. Das Problem mit dem Kühlschrank ist, der ist halt unglaublich gut. Ja, das ist unser Schlachttisch jetzt geworden. Es ist ja, was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Ich hatte ja gesagt, dass ich jetzt in der Folge losgehen möchte und den Tank mal besuchen, weil ich wurde im Stream gefragt von Steve Löwe, ob ich den Tank schon gemacht habe. Und das habe ich natürlich noch nicht. Aber wir können es ja mal angehen. Wir können es ja mal versuchen zu machen. Dafür müssen wir eine kleine Reise auf uns nehmen. Und ich weiß, ihr fahrt so gerne mit mir Auto. Von daher tun wir das jetzt einfach mal. Weil die Autos sind sowieso alle kaputt. Da hinten ist es jetzt noch da, aber wenn ich dran fahre, ist es weg. Das sind alles magische Autos. Okay. Ach, Moment, ich muss aber meinen Wohnort noch ändern. Eieiei, hätte ich jetzt fast. Naja, ist doch egal, ob ich da vorne rauskomme oder hier. Naja, ist egal. Ich speichere ja sowieso vorher. Ja, aber manchmal kommt man halt trotzdem erst beim Wohnort raus, ne? Naja. Wird schon. Okay. Dann fahren wir mal zum Tank. Und besuchen den mal. Weil den haben wir ja auch noch nicht gemacht. Ach so, das ist nur Schmutz. Okay. Wir können auf dem Weg bei der Straßensperre ja die Autos mitnehmen. Ich meine, was mache ich denn, wenn ich alle Autos zerlegt habe? Obwohl ich weiß nicht, wenn ich Loot Respawn drücke, kommen die Autos dann auch wieder? Wir werden es rausfinden. Na gut. Also erstmal hier die Autos mitnehmen. Wir fahren dann sowieso außen drum herum. Erstmal durchgucken. Ach, stimmt, das hat ja keinen.
Genau, Benzin ist unglaublich wichtig. Ja, sag mir jetzt bitte nicht, dass ich das Ding irgendwo reingelegt. Ja. Ach, Gott sei Dank, ich hab's dabei. Gott sei Dank. Wir können auch mal beim Tank gucken, aber ich glaube, beim Tank ist ein bisschen schwieriger. Ich glaube, beim Tank funktioniert das nicht mit dem. Ich leg das mal jetzt. Ich baue jetzt mal einen Zaun. Aber wie gesagt, ich glaube, der Tank war damals übelst verbuggt. Das heißt, man hat ihn irgendwie zweimal gehittet und dann ist er gestorben. Ja, müssen wir mal gucken. So. Ja, war kaputt, was dich kaputt macht. Autos. Viele Autos. Einfach so ein Reifen, weg damit. Zack. Ja, schade, dass man sehr, sehr viel Metallschrott und sehr wenig von den Components rausbekommt. Ja, Zigarette. Schön essen. Zündet er sich auch echt einer an? Ich habe jetzt nämlich vergessen zu essen. Einfach nur die komplette Zigarette weggeschmissen. Alles klar. Ich meine, es ist ein bisschen länger her, dass ich geraucht habe. Aber ich erinnere mich daran, dass man das nicht so gemacht hat. Geht kaputt? Nee, es geht nicht kaputt, oder? Nee, ist auch ein ganz anderes Geräusch. Naja, komm. 58 ist auch 58. Nehmen wir auch mit. So. Also wir kommen jetzt langsam in die gemütliche Spiel, Art und Weise. Von daher. Ich wollte es entern. Also mich reinsetzen. Rein theoretisch wäre das ja noch gegangen. Kommt da. Ja gut, diesmal waren es immerhin zwei Komponenten. Super, super. Das ist echt tragisch. Wisst ihr das? Das ist echt tragisch. Bei den Massen, die ich brauche. Naja. Du bist auch, hast auch noch nicht mal Benzin. Mein Gott. Du hast gleich zerlegt. Und wir stehen in der Sonne. Stehen wir immer noch in der Sonne? Mathe? Jetzt stehen wir nicht mehr in der Sonne. Ups. Jetzt vielleicht doch wieder. War sehr gut. Finde ich toll. Wie die Maserung auf unsere Füße überspringt. Können eigentlich noch gleich das nächste Auto mitnehmen. Ich glaube, da ist leer, oder? Ist ja immer situationsabhängig, ob die da sind oder nicht. Und wie gesagt, wir werden es dann ausprobieren. Also ich werde jetzt erstmal den Tank machen. Und dann werde ich mal ausprobieren, den Loot zu respawnen. Und dann sehen wir ja auf dem Rückweg, ob die Sachen da sind. Wenn jetzt gleich noch auf der anderen Seite die drei Autos mitnehmen. Ich meine, wir müssen uns ja jetzt nicht, wir müssen jetzt hier nicht hetzen und uns beeilen. Erstmal gucken, ob mal unsere Freunde hier da sind. Sieht tatsächlich nicht so aus. Hallo? Hallo? Okay. Sehr gut. Sehr gut. Da ist keine Gefahr. Schade. Schade, schade, schade. Das wäre so schön gewesen, einfach so einen Bus zu zerlegen. Auch so ein bisschen Seelenfrieden, wisst ihr? So. Ja, da hinten waren auch noch Autos. Die nehmen wir alle mit, Leute. Ich meine, was soll der Geiz? Ich meine, wir werden sowieso noch die ganze komplette Siedlung da drüben noch mitnehmen. My Girl hat das ja schon geschrieben, dass man so oben drüber fahren kann. Das werden wir dann auch tun. So, also ich werde jetzt
Ach, ich habe immer ein bisschen Angst, dass die jetzt vielleicht noch mal nachspawnen. Schade. Man wird die ja wohl noch probieren dürfen. Oh, hallo. Stimmt, hier ist der Loot ja auch wieder gekommen. Leute. Es könnte vielleicht ein bisschen länger jetzt dauern. Ein Moment, bitte. Ja, aber schade, ja. Einerseits schade, dass die ganzen Koffer und so nicht wiederkommen. Andererseits, ich kann es halt irgendwo verstehen, ne? Ich kann es verstehen, dass die Sachen nicht wiederkommen. Oh, erinnert ihr euch? In unserer Garage komplett alles voller Koffer. Was ja damals eigentlich nur Koffer gab. Ah ja, die schöne alte Zeit. Oh, mir fällt gerade ein. Weil wir jetzt das 50. Paar Schuhe haben. Wir könnten ja eigentlich unseren Begleitern auch mal Schuhe geben, oder? Ah, nee. Doch, doch, machen wir. Wenn ich es nicht wieder vergesse. Dann machen wir das. Okay. Einfach mal durchgucken, ob man hier irgendwas kaputt machen kann. Ich meine, ich glaube zwar nicht daran. Nee. Na gut. Ist da noch irgendwas? Naja. Na, ich glaube, die Teile kommen ja nicht wieder. Die Rucksäcke. Die Rucksäcke. So. Okay, dann denke ich mal, ist drinnen auch nichts. Also wenn im Kofferraum nichts ist, ist drinnen auch nichts. Es ist meistens so. Jetzt kommen die Banditen wieder und sehen, hä, wo sind unsere Autos? Was? Da war kein Sprit mehr drinne. Wir sind die weggefahren. Oh mein Gott, jemand hat unsere Autos geklaut. Und wenn die dann nur noch herausfinden, die wurden gar nicht geklaut. Die wurden einfach komplett zerlegt. Werden sie wohl wütend sein. So. Haut die Türen ab. Haut die Türen ab. Haut die Räder ab. Haut die Räder ab. Entschuldigung. Schwingen. Schade auch, dass man die Dinger hier nicht mitnehmen kann. Nee. Schade. Schade, schade. Ja, gut. 50. Batterie brauchen wir jetzt auch nicht. Also, die können ja auch gar nicht mehr kaputt gehen, glaube ich. Ja, es ist ein großes, großer Vorteil für mich, dass die nicht mehr kaputt gehen können. Ich weiß. Aber es ist halt trotzdem ein bisschen unrealistisch. Ja, ich weiß. Es ist ansonsten. Ansonsten ist ja gar nichts in so Spielen unrealistisch. Aber das, naja. Naja, gut, Taschenerweiterung brauche ich sowieso nicht mehr gucken. Ich habe ja alle. Ich bin fertig. Fertig. Geht das? Hm, habe ich mir schon gedacht. Obwohl, es war schon das richtige Geräusch, aber ich glaube... Nee. Das hat er nicht zerlegbar gemacht. Da oben ist auch nichts mehr. Ja. Nee, Zigaretten nehmen wir. Aber bin ich ehrlich zu euch, Zigaretten nehmen wir nicht mehr mit. Flaschen sind halt einfach nur, um die vielen Kisten zu befüllen. Sind die noch sinnvoll? Aber Zigaretten nehme ich nicht mit. So. Und ich glaube auch, die Spritzen, die brauchst du, also die Medizin. Die brauchst du nur für... Okay. Ja, da oben ist sowieso nichts mehr. Alles gut. Ich will da auch gar nicht hoch. Das hast du jetzt davon. Ich könnte die Leiter nehmen. Aber gut, auch nicht bis ganz oben. Naja. Ein Blatt. Oh, und? Ach, Gott sei Dank, das letzte kam auch noch mit.
Stell dir vor, es würde einfach nur noch eins liegen bleiben. So, wow. Wow. Warum? Warum das eine? Haben wir da oben schon drauf geschaut? Müssen wir gleich mal machen. Ah, tschüss. Das kann hier bleiben. So. Das kommt da rein. Ups. Ist mir auch rausgefallen. Also manchmal fallen mir halt einfach Dinge raus, ja. Ich habe einfach so schwitzige Hände. Mir halt einfach manchmal Dinge rausfallen. So. Passiert. Ist es eine Überwachungskamera? Ja. Wieso kann ich keine Überwachungskamera? Ich will eine Selbstschussanlage. Also wenn wir jetzt gerade dabei sind, Überwachungskamera und so, ich will eine Selbstschussanlage. Was ist denn da los? Da liegt eine Waffe. Ist das ein Sniper? Nee, das ist keine Waffe. Mensch, Selina, das ist Müll. Naja. So wie jede Waffe in meinen Arm. Entschuldigung. So. Wir brauchen ja jetzt unglaublich viel Sprit. Für. Ja, ich habe jetzt halt auch kein Essen mitgenommen. Ah, wir werden schon klarkommen. Oder? Ach komm. Ich wollte tatsächlich wirklich nur noch ein Auto machen und dann habe ich mir überlegt, dass wir einfach schnurstracks zum Tank fahren. Ach, guck mal, das hat das Auto gehört. Das hat sich gedacht, oh mein Gott. Ich kann meine Brüder und Schwestern retten. Oh, das eine ist halt noch verlockend. Komm, ach, das eine nehmen wir noch mit. Dann haben wir nämlich freie Fahrt, wisst ihr? Dann können wir jetzt noch was trinken. Ich bin gerade im Belegen. Wieso habe ich zum Beispiel kein Fleisch im Auto? Na ja, gut, das wird schon schnell schlecht, ne? Durch die Sonne und so. Schwierig. Schwierig. Aber wir haben jetzt auch wieder ordentlich Komponenten, ne? Hä? Wieso hast du Bing gemacht? Wegen meinem Auto oder was? Oder ist das. Ne, der Vorschlaghammer, der hält noch. Zwei Schläge. Nee, wir können es knicken. Wir können gar nicht da rein. Wir brauchen erstmal Batterien. Bevor wir auch nur in die Nähe davon kommen. Weil die Sache ist, der Tunnel ist dunkel. Und wir können ja nicht in den Tunnel reinfahren. Oder war der beleuchtet? Nee, ich glaube nicht. Okay, Leute, passt auf. Wir fahren da jetzt hin. Gucken uns den Tunnel an. Und notfalls fahre ich alleine wieder zurück und fahre wieder zum Tunnel hin. Gucken wir mal. Und würde dann halt gucken. Juhu. Wow. Sehr gut. Sehr gut. Ich hoffe halt auch einfach, dass ich richtig fahre. Aber ich glaube schon. Also, wir müssen jetzt zur Construction, also da, wo die Mine ist, die Construction Site. Genau, da dahinter. Also am Ende des Weges, wenn ich mich recht erinnere. Okay, gut, wir sind hungrig. Jetzt hat das Hunger seinen Zenit erreicht. Genau. So. Okay, vielleicht habe ich das auch falsch in Erinnerung. Und da hinten geht es gleich nicht weiter. Tut mir leid, ich bin gerade ein bisschen sprachlos. Dann ist hier der Tunnel. Nein.
Ich wusste noch, dass es am Ende von irgendeiner Straße ist, aber dann ist es diese Straße hier. Oh Mann. Wieso? Also, ohne Witz, wisst ihr, was mich richtig schockt? Dass hier nicht mal irgendwie so eine Straßensperre ist oder so. Ich hätte jetzt einfach aus der Welt fahren können. Einfach hätte ich das tun können. Die viel bessere Frage ist, warum habe ich das nicht getan? Moment, wir müssen nochmal zurück. Müssen ja nochmal ordentlich Gas geben. Alle mal festhalten. Juhu! Interessant. Oh, was ist das da? Moment, 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 Moment. Da kommen wir ans Schlittern, da kommen wir ans Schlittern. Seht ihr das? Huch. Ist das der Tunnel? Ich denke mal. Ich habe jetzt auch ein bisschen Schiss auszusteigen. Ja. Tschüss, Welt. Oh mein Gott. Es ist immer so, sowas ist immer so gruselig. Ich kann das nicht. Also, ich weiß nicht, ob wir irgendwann ankommen. Ich denke mal. Also er muss ja einen Rahmen geschafft haben für das Spiel, oder? Na gut, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Bye, bye.